Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walk Around. So, dann wollen wir mal. In der Zeit ist jetzt auch Earl frisch rasiert, wollte ich gerade sagen. Sein Getränk fertig. Ich kann sie scheinen es echt drauf zu haben. Ein ziemlich spezieller Geschmack. Ich stelle Spuren von Alkohol mit einem Hauch von Berauschung fest. Guter Stoff. Also, kann ich morgen wieder mit Ihnen rechnen, ne? Ich freue mich schon drauf. Naja, morgen nicht unbedingt, aber werden wir mal sehen. So, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben ja jetzt ein paar so Sekundärdinger fertig gemacht. Dementsprechend machen wir jetzt heute mal wieder ein bisschen in der Kampagne weiter, damit wir auch mal ein bisschen weiter vorankommen. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir schon ein bisschen rausgezögert. Oh, Blei Champagner Vintage. Aber na gut, dann wollen wir mal einmal falsches Spiel. Da wird das mit F gemacht, hier wird es mit E gemacht. Einmal kurz gucken, dass wir es geknackt kriegen. Da haben wir es. Türsteuerung öffnen. Wunderbar. Zack. Haben wir ein Terminal gehackt. Und das ist immer noch mit E und nicht mit F, Herr Turtle. Ja, ich habe davor noch was anderes gezockt. Dementsprechend passiert. So. Aber wir wollen uns davon ja jetzt nicht aufhalten lassen. Dementsprechend hauen wir jetzt gleich rein. Sei gegrüßt, Fremder. Jetzt mal keine Panik. Mein Name ist Abby. Ich bin nicht dein Feind und das ist keine Falle. Wenn du das hier hörst, bin ich nicht mal mehr am Leben. Ich gehörte zu einer Gruppe, die sich die Freien Staaten nannte. Wir opferten unser Leben bei dem Versuch, unser verbrannten Aufspürsystem zum Laufen zu bringen. Das System schlägt Alarm, wenn die Verbrannten kommen und kann beim Kampf gegen Brandbestien Hilfe leisten. Ich habe eine Reihe von Hinweisen für diejenigen aufgezeichnet, die dabei helfen können, das System fertigzustellen. Zuerst musst du das letzte Verbindungsgerät finden. Höchstwahrscheinlich ist es reparaturbedürftig. Wir gaben es einem Typ namens Madigan. Er sollte es an der Antenne in Top of the World anbringen. Finde das Verbindungsgerät. Du kannst es mit der Werkbank hier reparieren. Melde dich danach am Hauptterminal des VHS an, um die nächste Aufnahme zu aktivieren. Wenn du noch da bist, hoffe ich wirklich, dass du bereit bist, einem toten Mädel zu helfen. Falls ja, viel Glück. Falls nicht, dann... tja, viel Spaß mit den Verbrannten. Und falls du zufälligerweise Madigan bist, dein Timing ist scheiße. Okay. Aber wir sind nicht Madigan. So, jetzt gucke ich hier nochmal, ob hier noch irgendwo was Wichtiges ist, was wir vielleicht nochmal brauchen können, aber... Na gut, eine Spielzeugrakete kann ich nochmal mitnehmen, genauso wie ein Wecker. Ich will mich ja jetzt hier nicht voll looten, das passiert schon automatisch nebenbei. Weil ich dann trotzdem dann immer eine Vase mitnehme oder so, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber gut... So, das Verbindungsgerät hatten wir aus Top of the World uns geholt. Dementsprechend ist das ja kein Problem. Jetzt können wir das hier einmal zusammensetzen. Ist halt, falls man vorher den Bunker findet. Ne, das ist halt dementsprechend, ja, kann passieren. So, wir sollen das Ding einmal reparieren. Unter Quest Verbindungsgerät, ja, kostet nochmal 5 Kleber, ein paar Schaltkreise, ein bisschen Stahl, ist kein Problem. Der Kleber wird langsam selten, aber okay. Muss ich bald mal wirklich gucken, dass ich mal vorankomme. So, Bleistift. Das passt. Und dann wollen wir uns mal anmelden. Frühwarnung. Verbindungsgerät repariert. Wenn du das hier hörst, bedeutet das zweierlei. Die gute Nachricht, das Verbindungsgerät funktioniert. Die schlechte... Einige der verbrannten Detektoren in der Gegend sind fehlerhaft und brauchen Ersatzteile. Wie ich befürchtet hatte, scheint das Ökosystem des Moores sie stark mitgenommen zu haben. Für die Reparaturen musst du erst zu Rawley Clays Bunker. Er hat Ersatzmotoren für die Kühler, die die Detektoren trocken halten sollen.
Ah, und schreib dir Folgendes auf. R plus P 421. Das ist Rawleys Passwort. Das brauchst du. Wenn du das vergisst oder mehr Informationen benötigst, kannst du jederzeit auf meinem Werkbank-Terminal nachsehen. Da steht alles. Viel Glück. Okay, Rawleys Passwort und Bunker-Aktualisierung. Ja, wir könnten eigentlich schon ein Stück dahin porten, würde ich sagen. Ne, es ist Untersuche Delta. Das wollen wir ja nicht. So, das heißt, ich gehe von der Kirche, nicht von Chemicals, weil wir müssen die Straße hochlaufen. Chemicals liegt ein bisschen tiefer. Und dementsprechend gehen wir jetzt nach Rawleys Bunker. Und dort ist an und für sich auch noch einmalig ein guter Spawnpunkt, den man sich auch aufschreiben sollte. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal muss ich ja dahin laufen. Dementsprechend haben wir ja sowieso einen weiten Weg, aber die Sonne scheint. Und wir haben hier eine Wirkeherzpflanze. Ah, die ist aber leider noch zu. Schade. Ja, ob sie den Bug auch jemals fixen werden. Aber dazu kommen wir auch nochmal später. Gibt hier im Moor noch so die eine oder andere interessante Sache. Sogar eigentlich nützliche Sache. Aber gut, wir machen jetzt erstmal Kampagne weiter. Das wäre Nebenquest. Und wir wollen ja jetzt auch mal in der Kampagne weiterkommen. Ich bin zu viel gelaufen. Ich habe keinen Watz mehr gehabt. War nicht so gut. Ich sehe gerade, ich bin sowieso am Verhungern. Alter. Dass ich überhaupt noch was tragen kann, ist ja schlimm. So, erstmal hier durch die halben Pitboy durchgefressen. So wie sie es hier hört. So, Rawleys Passwort, wie gesagt, kriegt man immer mit der Kampagne. Dann kann man das Ding hier auch aufschlüsseln. Und dann kann man auch in Rawleys Bunker. So. Dann wollen wir auch gleich mal gucken hier. Der nächste hier. Schritt besteht darin, die Ersatzmotoren zu finden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, befinden sie sich in seinem Generatorraum mit der Werkbank. Danach hast du die spannende Aufgabe, ein paar Heizspulen zu finden, um sie zu verbessern. Dadurch kommen die Kühler besser mit der Feuchtigkeit aus dem Sumpf zurecht. Die gute Nachricht, ich habe zwei davon in meinem Bunker. Die schlechte Nachricht, du brauchst noch drei weitere. Rawley hat bestimmt auch welche. Also solltest du dort alles absuchen, wenn du schon mal da bist. Danach wären Ella Ames Bunker und der Sendeturm in der Nähe die nächstbesten Optionen. Komm zurück, sobald du alles hast. Die nächsten Schritte werden abgespielt, sobald du wieder hier bist. Hoffentlich. Hoppla, ich habe noch was vergessen. Szenario 1, Nachtrag. Rawley hat Baupläne, mit denen du Schutzausrüstung für die ganze Lauferei durch den Sumpf herstellen kannst. Die wird dir helfen, dich zu tarnen und es den neuesten evolutionären Wundern der Natur schwerer zu machen, dich zu entdecken. Könnte also nützlich sein. Abby, Ende. Ja, das ist wirklich eigentlich ein wichtiger Mod, nur ich glaube, ich bin mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Das habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen. Aber gucken wir erstmal. So, hier haben wir die Luftmotoren, 5 Stück. So, jetzt brauchen wir noch die Heizmotoren. Die werden wir hier wohl wahrscheinlich gleich finden. Ja, hier haben wir erstmal die Baupläne. Genau. Tarnausrüstung Holzmod. Lernen wir jetzt auch gleich. Ist der einzigste Mod für die Holzrüstung, den man wirklich benutzen kann. Das Problem ist, eigentlich kriegt man von dieser Quest hier den Bauplan. Holzrüstung herstellen, bloß man kann sie nicht mehr herstellen. Ich weiß nicht, warum das damals entfernt worden ist. Keine Ahnung, wieso, weshalb. Aber es ist halt entfernt und dementsprechend ja, ein bisschen blöd. Gut. Aber Holz tragen an und für sich nur die Leute, die halt auch wirklich dementsprechend wenig Schadensresistenz haben möchten. Also sowas wie Berserker. Und von daher, jetzt für mich ist das jetzt hier nichts. Wir wollen ja hier, wir haben ja schon an und für sich fast keine Schadensresistenz durch das Gewand. Holz wird da nicht wirklich besser. Aber gut. So, dann kommen wir jetzt hier nochmal zum Gewächshaus. Weil es gibt hier als einziges größtenteils Flaschenkürbisse, die man halt nehmen kann.
und auch in seinem eigenen Camp verarbeiten kann. Also für Pflanzenfresser ist das hier wirklich der wichtigste Spot schlechthin. Weil wenn ihr das auch in euren eigenen Camp haben wollt, ja, dann gebt ihr hier zu den wunderschönen Riley und Flaschenkürbis. Ihr könnt auch nach der Kampagne nochmal immer wieder herkommen. Das Passwort behaltet ihr ja. Dementsprechend ist das nicht schlimm. Gut, so, zwei Stück noch. Ja, da haben wir auch noch eine Nebenquest in Emilys Bunker. Die werde ich jetzt nicht anfangen, ich hoffe mal. Weil das ist jetzt an und für sich eine Nebenquest, die wollte ich später in einem durchziehen. Aber hier hatten wir ja mal Herz des Sumpfes gemacht, deswegen hatte das eigentlich ganz gut gepasst hier. Und das sich nochmal schnell zu holen. Das heißt, spätestens ab jetzt kriegt ihr die Nebenquest, die es hierfür gibt. Und die lasse ich jetzt auch mal aus. Das heißt, ich suche mir jetzt nur schnell die Heizspule und gucke mich nicht lange um. So. Er sagt, in den Bunkern ist man eigentlich auch relativ safe. Das ist keine Ghule, kein gar nichts. War das nicht hier? Ja, hier war das. So, hier haben wir die Heizspule. So, und beim Sendeturm. Ja, der ist ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, da müssen wir sowieso nochmal zurück. Das gehört, wie gesagt, nochmal zu einer komplett anderen Questreihe. Aber wir wollen ja hier erstmal, wie gesagt, ein bisschen in der Kampagne nachrücken. Damit es auch bald mal aufwärts geht. Weil kommt ja bald auch Bunkerbrecher und ich bin da tot und so ein Käse. Ja, ja. Wären noch schöne Questen. So. Gut. Mensch, ihr seid aber heute auch blind, meine Brüder. Und dabei schieße ich hier schon mit allen möglichen. Na gut, da ist noch einer. Na, hast du mich nicht mitgekriegt? Zu spät. Zu spät. So, einmal alles mitnehmen. Bis jetzt geht's noch gut klar. Hier haben wir die Heizspule. So, und jetzt nur noch die Heizspulen. Einmal in Abbys Bunker. Die zwei Stück. Und dann haben wir auch alle Heizspulen. Ich glaube, es müsste noch ein... Entweder ist hier noch ein Mutanti. Ne, es war noch ein Geschützter. Na, und dann auch noch leer. Schweinerei. Gut. Aber wie gesagt, jetzt nochmal die in Abbys Bunker die Heizspulen holen. Warum sie einen das nicht gleich sagt? Naja, gut. Hey. Wo wahrscheinlich eher da, deswegen, damit man dann halt hier auch gleich das basteln kann. Oder zusammenbasteln kann. Wir wollen ja das Frühwarnsystem dementsprechend jetzt auch länger haltend bauen. So, jetzt gucken wir mal. Das müsste jetzt hier sein. Genau. Da haben wir sie. So, und jetzt stelle verbesserte Motoren her. Machen wir doch. Easy going. So, verbesserter Motor. 5 Stück. Und dann einmal wieder ans Terminal. Motoren verbessert. Wenn du das hier hörst, hast du 5 verbesserte Detektormotoren und ein funktionierendes Verbindungsgerät. Jetzt kommt der spaßige Teil. Zuerst musst du die beschädigten, verbrannten Detektoren im Moor reparieren. Danach muss das Verbindungsgerät an der Antenne in Top of the World angebracht werden. Vielleicht ist dir schon eine reizende Miss Nanny begegnet, die auf den Namen Rose hört. Ich habe ein Holoband programmiert, das du ihr zusammen mit dem Verbindungsgerät geben solltest. Über das Band erfährt sie, was dabei herausspringt. Das sollte sie dazu bewegen, uns zu helfen. Wir können das Verbindungsgerät nur mit Hilfe dieser Miss Nanny aufstellen. Und wenn du schließlich fertig bist, musst du wieder den ganzen Weg hierher zurückkommen. Ganz genau. Wir sind noch nicht fertig. So, das Holoband für Rose habe ich jetzt beinahe vergessen. Das gute Holoband. Jetzt ist es da.
Gut, jetzt müssen wir einmal 5 Detektoren machen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Der war beim Damm, der war da unten, da unten, da unten. 1, 2, 3. So, einer war direkt draußen sogar, ne? An der Tür. Gut, an und für sich könnte man jetzt quasi, wenn man jetzt lustig und launig ist, könnte man jetzt einfach die Hauptstraße langlaufen und alle fertig machen. Das wollen wir jetzt natürlich nun nicht. Sind ja hier nur die kurzen Dinger hier. Zack, einmal den ersten Detektor. Bin ich am überlegen, einmal vom Kraftwerk Thunder Mountain auszugehen. Ist halt noch ein Stück geportet. Mein Gott, nicht schlimm. Werden wir jetzt gleich zwar nochmal mit einem Event belästigt. Aber gut. Hier spricht Knappe Rosen. Thunder Mountain ist offline. Ich wiederhole, Thunder Mountain ist offline. Alle Brüder mit Erfahrungen im Bereich Ingenieurwesen bitte umgehend für Reparaturen im Werk melden. So, Thunder Mountain möchte ich jetzt nicht einnehmen. Na gut, soweit nichts hier, kein Random. Passt, somit haben wir das zweite. Jetzt hole ich mir aber trotzdem den Damm. Weil der Damm ist schon auch schon ein Schnellreiseziel, der ab und zu mal wichtig sein kann. Gerade wenn man Schatzkarten macht, ne? Hier mit dem Bus, da ist der Damm ganz schön gut dran. So, den hole ich mir jetzt auch nochmal. Ach, wir könnten harte Limonade kaufen gehen, sehe ich gerade. Jetzt hier einmal kurz vorlaufen, wieder zurücklaufen. Das habe ich geschafft. Und gucken wir mal, ob wir ein bisschen... Alle Einnahmen kommen der Meister Jimmy Stiftung zugute. Genau, Rezept harte Limonade. Kaufe ich jetzt mal, weil das braucht man ab und an mal für... Ja, Dailies. Es ist halt Alkohol, harte Limonade. Und so könnt ihr Limonade und harte Limonade herstellen. Kriegt ihr auch nur von dem kleinen Bot hier und der ist halt nur auf Random Posten. Gut, dann hätten wir jetzt Harper's Fury. Aber machen wir erstmal Umspannwerk. Von dort aus dann den Rest runterlaufen. So, einmal quer gedreht. Na, was jagst du? Der perfekte Tag, um einen Redhirsch zu erlegen. Echt? Das stimmt. So. Weil ich sehe hier keinen Redhirsch. Schieß mir da nur wieder ins Kreuz. Ich kenne die Gesocks doch hier. So, haben wir den nächsten. Dann müssen wir jetzt einmal... Ja, das geht schon mal gut los. Da haben wir einen Frachtbot. Hinter mir Supermutanten, die hier hinter mir her sind. Boah, das ist... Das läuft, das läuft. Da werde ich hier auch gleich noch beschossen. So, ich hole mir jetzt nochmal hier schnell einen Schnellreisepunkt. So. Zack. Kann man ja auch noch mal kurz mitnehmen. Und dann machen wir weiter uns auf. Muss ja noch ein Stückchen laufen. Zwei Stück sind es ja nur noch. Aber das ist kein Problem. Oder? Ja doch. Zwei Stück sind es nur noch. Geradezu. Erstmal ein bisschen verschnaufen lassen. Laufen, laufen, laufen. Da sind wir auch gleich in der Nähe von den Zecken. So. Da oben haben wir ihn schon. Hätte den anderen erst nehmen sollen. Der wäre kürzer gewesen. Aber egal. So.
was Randommäßiges hier? Nö. Das Gute ist ja, wir können hier bei Valley Galleria einmal porten. Und uns so ein klein wenig Zeit ersparen. Und Zeit ersparen ist immer gut. Von daher ist das optimal. So, oh, 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 wir haben eine Todeskralle. Ein wildlaufendes Insekt. Wunderbar, nehmen wir mit. Todeskrallenfleisch mag ich sowieso. Brahmenfleisch. Die Reisehändler hast du ja hier alle umgebracht. Gut, dann müssen wir gleich nach Top of the World wieder mal. Rose das Holoband geben. Damit sie die Sendefrequenz freigibt. So. Soweit haben wir alles. Das heißt, ab nach Top of the World. So. Rose das Holoband in die Hand geben. Wie gesagt, das ist jetzt halt besser bezahlter Postbote. besser bewaffneter Postbote. Für besser bezahlt werden, glaube ich, nicht. Also ich glaube, da verdienen Postboten immer noch mehr. Aber gut. So, jetzt schnell einmal hochgelaufen. Ich kann dann eigentlich auch hier kurz nochmal die Werkbank benutzen. Kleinzeug klein machen und so. Na gut, keiner hier. Das nehmen wir einmal. Der will mich veräppeln. Da liegt ein Mod und ich kann ihn nicht mitnehmen. Da liegt ein Mod und ich kann ihn nicht mitnehmen. Was? Okay. So, einmal kurz ein bisschen klein machen. Ach, verwerte Vorkriegsgeld. Jo. Noch nicht mal mit Absicht hier. Gesucht. Gut, jetzt aber auf zu Rose. Wir sind jetzt wieder ein bisschen kleiner. Ach komm, lass mich durch. Die wollen heute nicht. So, einmal hoch. Einmal ganz nach oben. Der guten Rose wieder guten Tag sagen. Ich habe ein bisschen was mitbekommen und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie sie Mac rumgekriegt haben. Oh, für mich? Wie aufmerksam. Mal sehen. Scheint kein Virus zu sein. Ich könnte es gerne auf... Ach, wissen Sie was? Ich könnte ein bisschen Aufregung vertragen. Sehen Sie? Ich hab doch gesagt, dass dieses Mädel was drauf hat. Wie schon erwähnt, kann ich die Raider nicht neu aufbauen, wenn hier überall Verbrannte rumkriechen. Und es ist ja nicht so, dass ich hier mein Leben riskiere. Ein sehr erfreulicher Aspekt. Sieht aus, als hätten wir eine Abmachung. Ich nehme Ihnen das Verbindungsgerät ab. Abby hat Anweisung zum Einbau gegeben. Nicht, dass ich sie bräuchte. Also sind Sie erstmal aus dem Schneider. Ihnen bleibt wohl erstmal nur zu Ihrem Bunker zurückzukehren für die nächsten Schritte. Hörst du das, Madigan? Endlich ist die Mission erfüllt. Sie ist nicht ganz unvernünftig. Aber auf ihre gute Freundin Rose ist Verlass. Und nun sind sie und die Leute aus Crater dicke Freunde. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich Ihnen noch mehr Gefallen tue. Das war eine Ausnahme. Danke für die Hilfe, Rose. Dazu sind Freunde doch da. Außerdem schulden Sie mir jetzt was. Das ist für mich vorteilhafter als für Sie. Aber wen kümmert's? Jetzt weg mit Ihnen. Da draußen gibt's eine Menge frisches Blut und ich muss nach möglichen Rekruten Ausschau halten. Okay. Das und das klauen wir dir aber. So, dann wieder zurück hin nach Abbys Bunker. Oh, wei. Ja, wie gesagt, heute Portfolge. Wir porten einmal quer durch ganz Appalachia. Eigentlich nur quer durchs Moor, aber ist schon in Ordnung. So, und dann schauen wir mal, ob wir die Aufbauhilfe jetzt geschafft haben. Ne, da müsste jetzt noch was kommen. Da kommt noch was. Ah ne, das war jetzt fertig. Okay.
Kinderspiel. Such in meinem Schreibtisch nach einem mit Master beschrifteten Holoband. Es enthält alles, was du brauchst, um das zu erledigen. Danach begibst du dich zur alten Waffenkammer in Harper's Ferry. Du musst das Programm namens Waffenkammerzugriff auf dem Haupteingangsterminal installieren, um hineinzukommen. Nachdem du es hochgeladen und installiert hast, gibt es noch eine weitere Aufnahme für dich. Sorg also dafür, dass du in Sicherheit bist, um sie dir anzuhören. Wir sind nach einem Angriff von Verbrannten aus Harper's geflohen, also wer weiß, was da mittlerweile lebt. Sei vorsichtig. Gut, dann einmal das Master-Holoband. Und lade das Master-Holoband auf das Terminal der Waffenkammer zu. So, wir haben jetzt hier aber nochmal zwei kleine Notizen gekriegt. Einmal Murph Splittergranate. Ist eine Splittergranate, die ein bisschen mehr Bums hat. Empfehlung? Nee. Kann man aber trotzdem lernen. Denn Marinerüstung, Körperteile, ja gut. Ein Parkgrill, ein Zeitungsständer, das ist ja an und für sich nichts Neues. Achso, ich hätte auch mal ein bisschen weiter hochgehen können. Ah. Atommine. Oh, ich habe ja hier ordentlich noch was. Kampfrüstung, Arme abgedunkelt. Ja, das ist okay. Die Kreuzritter habe ich auch noch nicht gelernt. Oh Gott, Lagerhaus-Set. Leichte Kampfrüstungsarme, Kampfrüstungsbeine. Ja. Lernen wir hier eigentlich nochmal ganz gut was durch. So, ansonsten haben wir ein Rüstungsteil bekommen, was ich aber schreddern werde. An und für sich ist es okay. Es ist halt eine Kampfrüstung und du bist beim Schleichen schwerer zu entdecken. Vollkommen in Ordnung, sogar mit abgedunkeltem Mod. Dementsprechend ist das Schleichen sogar nochmal bei der Brust deutlich besser. Aber ich sag mal so, das Gewicht ist halt sehr hoch bei einer Kampfrüstung und das hier ist keine schwere Option. Das ist nur die Mittelclass-Version von standhaft. Es gibt einmal sozusagen bei den Rüstungen leicht, mittel und schwer. Und das hier ist leider nicht die schwere Version. Man möchte eigentlich immer die schwere Version haben, weil die hat natürlich deutlich bessere und geilere Werte. Gut, aber dementsprechend werde ich das einmal kurz versenken und nochmal zu Hause einmal kurz durchkochen und Schrott auch nochmal ablegen, damit wir hier auch mal ein bisschen Platz wieder haben. Ja, das dürfte, denke ich, mal überfällig sein. Und dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn!